So, und damit begrüße ich auch die Häschen auf YouTube recht herzlich zurück zu Let's Play The Witcher 3. Erste Amtshandlung, die wir machen. Falsche Taste drücken. Zweite Amtshandlung, wir meditieren ein Stündchen. Und wir suchen immer noch den zuckersüßen Pfad. Ich habe natürlich nicht in meiner... Ich habe natürlich nicht irgendwie mal nachgeguckt, wo man da anfängt. Untersuche alle verbleibenden Spuren in Wählen und finde die Frau des Barons. Ah. Vielleicht sollte ich nochmal immer noch die falsche Taste drücken. Erstmal Plötti rufen. Komm her, Plötti, komm. Braves Hotte Hü. So. Weltkarte. Da ist Festung Krähenfels. So, folgen wir mal dem Wegpunkt. Reiten wir mal nochmal nach Krähenfels. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Ich meine, das ist mir beim ersten Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, doch auch geglückt, dass ich da den zuckersüßen Pfad gefunden habe. Mit PF. Komplett, ich gebe ein bisschen Gummi. Du kannst versuchen, sie einer Scheintor oder schick dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Genau. Bam, bada, bam, 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 bam. Wollte ich auch gerade sagen. Euch, wo die Beute ist. Deine Kumpel ist gut angehört. Langsamer. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde. Weißt du das gerade, der das Furzgeräusch gemacht hat? Ich hau dich. Kleiner Pisser. Du mich auch. Ja, was haben wir denn da? Das haben wir doch aber schon untersucht. Warum ist denn das noch rot angezeigt? Sehr schön, ja, guckt er sich noch eine Weile an, aber ansonsten ist hier nichts mehr. Warte mal.
Wenn ich mal ins Questmenü gucke, Familienangelegenheiten. So, der Baron erwies sich als zäher Verhandlungspartner, der genau wusste, wie viel seine Informationen wert waren. Er erklärte sich bereit, Geralt von Ciri zu erzählen, aber nur unter der Bedingung, aber nur unter einer Bedingung. Geralt sollte zuerst seine Frau und Tochter finden. Die Frauen waren vor kurzer Zeit auf geheimnisvolle Art und Weise verschwunden, und obwohl der Baron Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hatte, blieben sie verschwunden. Die Suche nach der Frau und der Tochter des Barons führte Geralt zum örtlichen Weideler, eine Art Wahrsager und Volkszauberer, der, wie Geralt richtig ahnte, über die Geschehnisse vor Ort gut informiert war. Und so erfuhr Geralt vom Weideler interessante Gerüchte. Angeblich sei der Baron ein Säufer und Familientyrann, und die jüngste Schwangerschaft seiner Frau soll einer rätselhaften Fehlgeburt geendet haben. Die Weissagungen des Weidlers zeigten, dass sich der fehlgeborene Fötus, der gewiss ohne würdiges Begräbnis verscharrt worden war, in ein gefährliches Monster verwandelt hatte, in einen Fehlgeborenen. Diese Bestie war zwar mörderisch und verdorben, konnte aber trotzdem nützlich sein. Wenn es gelänge, den Fluch zu brechen und das Monster in einen Tölpelbold, einen freundlich gesonnenen Wächtergeist, zu verwandeln, könnte dieser Geralt zur Frau und Tochter des Barons führen. Geralt war von Zorn erfüllt, als er aufbrach, um den Baron zur Rede zu stellen. Er war bereit, die Wahrheit mit dem Schwert aus dem Mann herauszukitzeln, damit er ihnen berichtete, was sich in jener schicksalshaften Nacht wirklich zugetragen hatte. Der Baron gestand, dass seine Frau nach einer ihrer häufigen Streitereien eine Fehlgeburt hatte, woraufhin sie und die Tochter aus Krenfels geflohen waren. Er erklärte sich außerdem bereit, Geralt zu zeigen, wo er die Überreste des fehlgeborenen Kindes begraben hatte. Als die Uhr Mitternacht schlug, machten sich beide Männer auf den Weg zum Grab des Fehlgeborenen. Als Geralt und der Baron die Grabstätte des ungeborenen Kindes erreichten, mussten sie nicht lange warten, bis der Fehlgeborene auftauchte. Die Bestie zischte, heulte und drohte, ihre monströsere und gefährlichere Form anzunehmen, doch die beiden Männer beendeten das Namensritual, bevor es ihr gelang. Dann begruben sie die Kreatur, einem alten Brauch folgend, unter der Türschwelle, damit sie nach einiger Zeit als Tölpelbold, ein Wächtergeist, wiedergeboren würde. Geralt hoffte, dass ihm dieses Wesen bei der Suche nach der Familie des Barons helfen würde. Die Frau und Tochter des Barons waren nicht ohne Hilfe von Krenfels geflohen. Ein Fischer in der Nähe hatte ihnen geholfen. Geralt suchte die Hütte des Mannes auf und erfuhr, dass die beiden Frauen auf ihrer Flucht von einem Monster angegriffen worden waren. Die Bestie hatte Annas Pferd in Stücke gerissen und sie dann in den Wald verschleppt. Dabei bereitete ein Umstand, den der Fischer erwähnte, dem Hexer besonderes Kopfzerbrechen. Anscheinend hatte Anna seltsame Zeichen an den Händen gehabt, die einige Augenblicke lang brannten, bevor das Monster auftauchte. Woher stammten sie? Was bedeuteten sie? Die Antworten kennt nur Anna, doch die musste Geralt erst im Buckelsumpf finden, falls sie noch lebte. Tamara hatte es mit der Hilfe des Fischers nach Ochsenfurt geschafft, wo sie bei dessen Bruder untergekommen war. Als der Baron dies hörte, verriet er Geralt etwas Neues über Ciri. Er erzählte ihm von einem Nachmittag, an dem sich sein Gefolge entschied, eine erfolgreiche Jagd mit einem kleinen Pferderennen abzuschließen. Das Rennen wurde jäh unterbrochen, als ein Basilisk angriff. An dieser spannenden Stelle unterbrach der Baron seine Geschichte in bester Erzählmanier und sagte, er würde erst weitererzählen, wenn Geralt seine Frau gefunden hätte. So, das ist alles wunderschön. So, Hexenjagd in Welen. In den Notizen des Nilfgaardischen Agenten Hendrik war zu lesen, dass Ciri Streit mit einer Hexe hatte und dass sie sich diese in der Nähe von Mittelhain aufhielt. Wo genau, konnte Geralt nicht daraus finden. Deshalb musste er seinen männlichen Stolz schlucken und die Bewohner nach dem Weg fragen. Ich glaube, wir machen zur Abwechslung mal gerade das hier. Weil Hexe... Ja, hör auf mich anzuspucken, du Arsch. Achso, ich muss sowieso da lang. Hexe hört sich so ein bisschen genau nach dem an, was wir brauchen. Ja, pardon. Ja, hier ist ein gutes Pferd. Hier ist ein die Wachen sind komisch. Komm schon! Ist es wichtig, woher das Essen stammt? Solange die Schüssel voll ist, nicht meine Schuld.
Solange die Schüssel voll ist. Welche Schüssel meint er? Du suchst Ärger. Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Zuerst kamen die Armeen. Wenn unsere guten Helfer in Bewegung das nicht das Sagen hätten. Aua! Entschuldigung. Oh, komm, Platti. Gib Gummi. Einen anderen Anhaltspunkt als den von Ciri, die sich angeblich mit einer Hexe angelegt hat, haben wir nicht. Hat zwar eigentlich nichts mit Anna zu tun, aber vielleicht führt es uns in den Buckelsumpf, wo wir hinwollen. Landschaft in Witcher 3. Ihr könnt mich hier glatt reinlegen. Früher kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Geräucherten Schinken, Schmalz, roten Würstchen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Das sehe ich. Gütige Herrinnen, woher stammt nur der ganze Glaube? Mal sehen, der Rüstungsschmied ist doch bestimmt geschwätzt. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Ich will kein Gewehr. Zeig, was du anzubieten hast. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. So, was hat er denn? Schlecht. Gar nicht übel. Plus 30 Rüstung. Aber kostet ein bisschen Fülle, ne? Wir haben bloß 125. Hier von dem Zeug vielleicht irgendwas, was war. Toll. Der gibt uns 5 Kronen pro Schwert. Kannst du behalten, Geizkragen. Bis dann. Ich habe ein Stück Brot bekommen. 1, 2, 3. Die alte Hex kommt vorbei. Ich habe die Hexe selber nie besucht. Ich bin Dings, Biberich. Und abgesehen davon kann auch sie aus Stein die wilde Sie haben keine Komm schon. So schlecht ist die nicht, stimmt. Hat eine scharfe Zunge, sich damit aber sie hilft, wenn es nötig ist. Ihre Zauber machen uns aber nicht satt. Außerdem hat sie keine Warzen und schielt nicht. Und was ist das für eine Hexe, die kein einziges graues Haar hat? Da kann doch nichts dahinter sein. Dafür, dass du sie nie gesehen hast, weißt du aber eine ganze Menge über sie. Ich höre doch, was die Leute reden. Ist mir zwar nicht wichtig, aber ich höre es nun mal. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Wir suchen die Hexe. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Der wollte mir nur Scheiß verkaufen. Hat schlimm den Rücken verrenkt. Konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen.
Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Preiselbeeren, wie lange sollen der da sammeln? Dings, Biberich. Na, Keule. Was hat die Hexe so mit dir angestellt, hä? Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Würden dich ein paar Kronen umstimmen? Wir haben zwar nicht so dicke, aber... Deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Nun, wenn das so ist... Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Hier waren Hexenjäger? Hier waren schon Hexenjäger? Nein, aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Nein. Wir sind in dem Fall doch eher das Opfer von den Hexenjägern, aber gut, keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Das hab ich mir gedacht. Sogar was fürs Auge. Hat sich den Rücken verrenkt, ja. Ich weiß jetzt schon, wie sie ihn wieder eingerenkt hat. Ups. B war ja springen und klettern. Das werde ich mir nie merken. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Na, schauen wir mal. Da vorne ist er. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Gut, dass Geralt sich das gemerkt hat. Ich mir nämlich nicht. Also bis zum Wagen hatte ich noch im Kopf. Oh, ein paar Neckar. Na, eure Reise auch schon bei Neckermann gebucht. Oh Gott. Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Ja, ich sehe sie von hier aus. Und ich drücke wieder die falsche Taste. Ich will mal kurz meditieren. Und schon fängt es an zu pissen, das ist ja super. Sieht nach Regen aus. Sieht erst so aus, es regnet Gute doch schon. Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmacht? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Die Frauen sehen in dem Spiel irgendwie alle schön aus und die Männer sehen alle aus wie die letzten Volltrottel. Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Ja, ja, macht ihr mal. Was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Ja. Ist jemand zu Hause? Dreimal darfst du raten, Geralt. Die wird sich bestimmt schön mit dem Portal irgendwo hin aufgemacht haben.
Eine gewöhnliche Kerze. Hast du gemeint, das sei ein Hebel oder was? Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Nicht jede Zauberin muss übertreiben. Bloß weil sie was drauf hat. Was haben wir denn hier? Rezept für schwarzen Kajal. Also falls jemand braucht, ne, wer sich hier Kajal selber herstellen möchte, bitteschön. Ich brauch's nicht. Wo ist sie denn hin? Na, wo denn bloß? Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. So, die hat schon Pentagramm auf dem Boden. Aber gucken wir erstmal in den Keller. Da klauen wir die gute erstmal. Ich hab bestimmt nichts dagegen. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Alles klärchen. Nun wollen wir mal. So, so. Nett hier. Oh, lauter kleine Häschen. Mei, wie süß. Tag, Herr Hirsch. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Gera. Sei gegrüßt, Hexer. Gott, da muss ich ja auf YouTube zensieren. Später. Hast du was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Sieht immer noch die entsprechenden Kera Stellen. Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Voltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ja gut, ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Die weiß ja längst, dass wir Ciri suchen. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach wirklich? Nach wem? Gott, darauf kommt sie wirklich nicht? Ich bin überrascht. Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt... Sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Was hat er dich denn so gefragt? Wer war das? Ach nee, wer hat dich das gefragt? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Was hältst du denn von einem Dutzend Eiern? Was ist dein Preis heutzutage?
Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Traumhaft. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Wie war denn sein Name? Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Wie schon erwähnt, dass dieses Spiel sehr viele Sexanspielungen hat. Könnt ihr aufbrechen? Brechen wir auf. Ja, los geht's. Ah. Herrlich. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Also in erster Linie ist es erstmal ein Höhleneingang. Na los! Naja, bin doch schon da. Vella Glan! Hübscher Trick. Erinnert mich an die Schwerkraftkugeln aus Doctor Who. Geralt, du sollst Pilze mitnehmen. Oh, Sekunde. Mist. Den bescheuerten Held kenne ich. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Jemanden, der sie führt. Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Ja, Sekündchen. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ich will an die Kiste hier nochmal ran. Guck mal, was hier alles drin ist. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Gerne doch. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayla jetzt ist. Und das hat nicht so geklappt, wie sollte.